Vogtlandhunderter lockt wieder nach Falkenstein. Auch wenn die Teilnehmerzahl bei der 28. Auflage der Wanderung hinter den Erwartungen blieb, kamen am letzten Juniwochenende dennoch einige Wandersleute in die Turnhalle der Falkensteiner Trutschler Oberschule, dem Start- und Zielpunkt der Traditionsveranstaltung. Eingeladen hatte wieder die Sektion Blauen Vogtland des Deutschen Alpenvereins. Zur Auswahl standen 25, 50 und die 100 Kilometer. Eine Strecke verlief unter anderem über Treun, dem Kuhberg bei Netzschgau, zurück nach Falkenstein. Die Teilnehmer der 100-Kilometer-Tour waren von Samstag bis Sonntag auf Schustersrappen.